Level 4, Cloudy Park. Hier sind wir stehen geblieben in Kirby's Dreamland 3. Zusammen mit Nag und dieser Sturmwolke, wie es scheint. Was sind denn hier bitte für Gegner? Verdammt! Müsst ihr aufpassen. T. Okay, T. Ja, genau, deswegen sollen wir eigentlich aufpassen. Dann kopiere ich euch halt und mache euch mit meiner neuen Feuer-Ability nach. Auch wenn ich mich gerade ziemlich treffen lasse. So viel zum Maxi-Tomate, die wir letzte Folge eingesammelt haben. Na gut. Aua. Lass mich ja wirklich von allem treffen. Ich meine, okay, tue ich eigentlich immer, aber. Psst. Ja, wenn es geht, würde ich heute ein bisschen gerne durch die Level durchrushen. Denn da wir noch einiges vor uns haben, denke ich, ist es schon vorteilhaft, wenn wir das tun. Und wow, das ist aber ziemlich random, wie die aus dem. Was für eine Auswahl haben und wie die einfach aus dem Himmel geschossen kommen, aber ich meine, wenn ihr mich schon so fragt, dann nehme ich halt keinen, der irgendwie jede zweite Ability gleiche Attacke hat. Ich meine, das hier haben wir schon bei mindestens zwei verschiedenen Dacken gesehen, die exakt genauso funktionieren. Hä? Das kann ich durch die Wand schießen? Habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, ich habe das wirklich durch die Wand geschossen. Okay. Wusste ich, dass das geht. Okay, da weint hier, damit das Wasser erhalten bleibt. Kann er ruhig machen. Ja, schaut ihr? Seht ihr das? Wir können einfach durch die Wand schießen. Okay, interesting. Okay, gut. Mit keinem komme ich jetzt hier nicht an die Sterne dran. Außer ich dismantle ihn kurz, aber das dauert mir zu lange. Ey, ich brauche doch keine One-Ups. Ich gehe doch nie down in diesem Spiel. Ich lasse mich nur von jedem zweiten Gegner treffen. Mehr doch nicht. Mehr nicht, Freunde. Schaut, ich hab's doch noch überlebt. Easy. Spielst du Babys. Und ich habe jetzt schon gesehen, wo ich lang muss. Und zwar nach links. Und nun nach rechts. Und nun bam, bam, bam. Unter Beschuss. Oh, Minigame wieder. Was soll ich bemerken? Weiß ich nicht. Okay, neuer Versuch. Ist es das gleiche oder ist es was anderes? Ne, ich glaube, es ist das gleiche, ne? Ja. Okay, nee, ich schieße nicht, gar nicht. Ein Silberner. Der Silberner hat mich jetzt total abgelenkt. Aber ich habe geraten, das war richtig. Boah. Das ist echt schwieriges Minigame. Warte, ich muss mich jetzt konzentrieren. Was, wie schnell? 7, nein. Was? Ich habe doch 7 gesagt. Ich cheate nicht, nein, nein, nein. Ich habe alles first try richtig gesagt. Ja, ja. Richtig. Oh Mann. Wow, wow, ich könnte ja kaum was sehen. So ein Sturm. Oh, das ist ja echt schlimm hier. Und warum sieht der Hintergrund eigentlich so hyperrealistisch aus? Das ist einfach wirklich echte Bilder von ein paar Wolken, die sie gesprintet haben. Was mit den Farben und allem? Dünn, dünn, dünn. One-Up kann ich gebrauchen. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder sterben. Ich meine, ich sterbe nie. Ich würde doch nie sterben. Oh. Oh. Aua. Na gut, aber jetzt werde ich nicht mehr wieder sterben. Das war nur ein Ausrutscher, ne? Passiert. Zu oft. Und warum sind die Soundeffekte so laut? Im Vergleich zu der Musik. Hört es nur mir auf, oder? Na, wie auch immer. Noch drunter huschen. Und der fette Kirby, der... Das schon hin? Hier mal die Feuer-Ability, mit dem kann ich nämlich schön durchrushen. Lass mich bitte nicht von den Gegnern treffen, danke. Schwindet mal, bitte. Ich hab gesagt, ihr sollt verschwinden in Mahan. Aber das ist wirklich so das meiste Level-Design hier in dem Spiel. Und das mag ich irgendwie nicht. Das ist einfach nur
Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter. Überall die gleichen Gegner, überall das gleiche aufgebaut und weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber immerhin war das Level ziemlich kurz, damit die kleinen Kinder genug Chancen haben an diesem Minigame. Und ich schnapp mir jetzt hier vorne erstmal was zu trinken. Glück. Ich bin ja schon voll. Oh. Ich dachte, ich wäre irgendwie low. Low on skin. Whatever. Eine Mango? Aprikose? Orange? Keine Ahnung. Aber wow, der Hintergrund sieht echt richtig cool aus. Haferbeeren. Kirby ist entspannt. Denn er kriegt das hier easy hin. Und warum ist ja eigentlich nichts los im Level? Hey, was auf mich? Wen nehmen wir hier? Ich würde sagen, weil das hier so ein Fluglevel ist, ist es wahrscheinlich mit ihm besser, weil Chuchu ist sehr schlimm zu bewegen, wenn es darum geht zu springen. Sie kann nicht wirklich gut springen. Aber Kuh, wow. Der kriegt das besser hin. Bam. Bam. Aua. Auch wenn er es jetzt nicht mehr kann, konnte er es mal. Verdammt. Mann, was soll denn das? Ich bin doch sonst nie so schlecht. Also, nicht so schlecht, also. Egal. Egal, warte. Ja. Was war denn? Ich glaube, das war ein Stern oder so, oder? Bam. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit, als Andenken. Und das ist eine coole Bitte mit ihm, glaube ich. Das ist eine ziemlich nice Ability. Gib mir mal die Sterne, Bruder. Ich brauche die One-Ups. Mit denen komme ich länger durch das Leben. Ja. Ah, meine Ability. Ah, hab sie wieder. Ah. Oh, was ein Chaos. Oh. Kann ich mich einfach von nichts treffen lassen? Ist es möglich oder ist es unmöglich bei meinem Skill? Also, in Klammern, Skill, ne? Oh, das ist eine Maxi-Tomate. Yeah! Aua! Yeah! Fast fully healed! Wunderbar. Das tat weh, das fand ich nicht okay. Bitte gib mir meine Ability zurück. Ich kann ohne die nicht leben. Aua! Ich sterbe noch! Nein, ich brauch meine Ability. Leute, das läuft echt nicht gut. Oh Mann, so viel zu, ich will heute durch Level durchrushen und sterbe hinter jeder zweiten Corner. Ah, Mann, von wo kommen die denn überhaupt alle? Schwindelt. Die Spinne wieder. Mein Gott. Du, eine Mumie, fliegende Mumie. So sah es zumindest gerade aus. Da ist es schon wieder. Und ich sterbe. Ich darf nicht sterben, nicht sterben. Muss beweisen, dass ich Skill habe. Also machen wir jetzt No-Hit diesen Raum. Also, ab jetzt. No-Death zumindest. Oh mein Gott, verschwinde. Wo muss ich lang? Ist unten was? Oh ja, unten ist die ganze Zeit was gewesen. Oh, Bosskampf. Och, nee. Ernsthaft? Ein Bosskampf mit mir? Da schießt irgendwas. Ich habe ihn einmal getroffen. Noch einmal. Und ich hab ihn! Wo ist deine Ability? Ich habe jetzt aber leider nicht bekommen. Was? Was? Ich habe die Sachen eingesammelt, I guess. Oh, wow. Ich weiß nicht, was ich da eingesammelt habe, aber ich habe irgendwas eingesammelt und die Gegner sehen ein bisschen komisch aus. Aua. Die Gegner sehen ein bisschen komisch aus mit ihrem weißen Mantel. Okay, sorry, das hätte ich nicht sagen sollen. Whatever. Das Level ist sehr komisch. Sehr komisch aufgebaut, indeed. Ich finde das so nervig, die teilen sich so ein Dreier auf und dann noch dieser Wind, der mich direkt reinschubst. Was soll denn das? Und hier ist schon das Ende. Warte, war das jetzt richtig irgendwie? Habe ich irgendwas richtig gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich richtig gemacht? Also ich habe es auf jeden Fall richtig gemacht. Er ist glücklich. Schneemann gut, alles gut.
Oder was auch immer er darstellen soll. Frag mich nicht. Absolut kein Schimmer. Und come on. Ich wollte immer was Heilendes bekommen und krieg da den Stern. Whatever. Hey, schaut mal. Ricks Freundin. Dann brauchen wir auf jeden Fall Rick in diesem Level. Hier in den Pillars lebt sie wohl. Oder ist zumindest gerade hier. Zu Besuch. Wir würden uns vielleicht anfeuern. Dass wir das ganze Böse aus Planet Popstar schaffen. Ah, bam. Boing. Genau, wir können auch auf Gegner springen, auf manche. Habe ich, glaube ich, nie gesagt. Aber auf manchen Gegnern kann man springen, nur... Ich springe halt mal seitlich immer. Deshalb sieht das immer so aus, als könnte man nicht springen auf Gegner. So, seht ihr? Man kann auf Gegner springen, aber nicht seitlich an Gegnern dran springen. So wie ich es immer mache und jetzt auch gerade leider aus Versehen gemacht habe, wo ich euch zeigen wollte. Whatever. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Könnt doch einfach den hier machen. Einfach den Kick. Den Roundhouse Kick. Oh. Ja. 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 Dann nehme ich halt die Feuer-Ability. Ich wollte eigentlich mein... Hey! Eigentlich meine Ability gerade behalten, aber was soll's? Was soll's? Ich hätte jetzt auch die Besen-Ability nehmen können, aber mit Kirby ist sie nicht so gut, meiner Meinung nach. Ist hier noch irgendwas? Okay. Ganz unten ist so eine Maximator. Jetzt muss ich spammen, damit ich wieder hochkomme. Sonst kommt man hier gar nicht hoch und Kirby weiß auch schon, was und damit geht die ab. Das ist ein Blick zu Leute. Und hey, ich meine, klar, Q würde ja mehr Sinn machen, aber ich weiß jetzt schon, dass die Challenge daraus besteht, Rick mitzunehmen. Also nehmen wir Rick mit und die Challenge wird hier sein, nicht runterzufallen. Und das war richtig knapp gerade. Oh Gott, das ist wirklich schwer. Ich fühle mich wie eine Minecraft Jump'n'Run, aber ich muss mit Steuerkreuze Jump'n'Run machen. Ja. So fühle ich mich gerade. Aber noch geht's. Hast du eine neue Ability für mich? Naja. Warum denn auch nicht? Also, das Level ist wirklich Anxiety pur. Das Level ist die Definition von Anxiety. Ah! Ah! Was? Was? Hä, der kann doch gar nicht hochkommen. Hä? Ja, jetzt mal ohne Witz. Wie will er denn bitte diesen Jump schaffen? Das geht doch gar nicht. Ach komm, ich springe auf die Gegner drauf. Das war doch nicht seitlich. Niemals. Aber jetzt mal ohne Witz. Diesen Jump. Das geht nicht. Oder kriege ich den nochmal? Nee, oder? Spätestens hier wäre ich mit ihm gestorben. Hier kommt er auf gar keinen Fall durch. Oder hat er vielleicht eine Ability, mit der er fliegen kann? Nee, nee, eigentlich nicht. Rick kann nicht fliegen. Das ist ein Hamster, verdammt! Wie kann ich nicht fliegen? Von wem hält er mich? Trotzdem ist das komisch. Ist hier unten noch irgendwas oder sterbe ich einfach... Ich hab gedrückt. Mehr sah ich dazu nicht. Ah! Das macht mich wütend. Generell die Welt macht mich bisher ziemlich wütend, muss ich sagen. Weil die Level alle ziemlich nervig sind. Die letzte Welt war schon nervig, aber die? Boah. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Wow. Ja, hier ist das Ende des Levels. Das muss ich nachschauen. Wie soll man bitte Rick bis ans Ende des Levels gehen? Der kann doch nicht fliegen, oder? Warum sind die so? Oder ist das nur das Licht? Naja. Ich schau mich mal um. Aber frag mich nicht. Ich wüsste es nicht. Keine Ahnung. Absolut keinen blassen Schimmer. Okay, scheinbar, das wusste ich wirklich nicht. Das wusste ich noch nie. Scheinbar kann Rick Walljumpen. Einfach so. Der kann das. Der kann einfach hochklettern. Und hier auf die Gegner kann einfach drüber bouncen. Also das, darauf hätte ich kommen können, aber dass er Walljumpen kann? Das wusste ich wirklich nicht.
Und... ja! Jetzt versuchen wir es mal so das Level zu schaffen. Ja, meine Blitz ist jetzt weg. Dann ist es halt. Und deshalb ist das Level auch so strukturiert, wie es strukturiert ist. Man kann eigentlich mit Rick gar nicht runterfallen und sterben, wenn man das jetzt hier weiß. Ich wusste es vorher nicht. Und jetzt macht das Level-Design noch viel mehr Sinn, dass man mit ihm einfach überall hochklettern soll. Naja, haben wir jetzt alle was Neues gelernt, außer ihr wusstet es alle schon vorher. Und das tut ihr wahrscheinlich. Hättet ihr mal was schreiben können, oder? In den Kommentaren. Hey, Rick kann klettern. Hat niemand von euch getan. Schämt euch. Nein, Spaß. Okay. Jetzt ist sie glücklich. Yay, beides ist wieder fein. Woo. Warum werden weibliche Charakter eigentlich schon mit einer Schleife gezeichnet? Oder halt anerkannt, whatever. Yay, woo. Und statt irgendwas Hilfreiches kriegen wir einen Stern. Naja, dann machen wir zumindest heute das letzte Level dieser Welt. Wo wir scheinbar wieder an einem Puzzleteil helfen müssen. Zumindest sieht es so aus. Die leben ja alle gar nicht mehr. Die sind irgendwie versteinert. An die Wand gemalt schon. Irgendwie. Ja, Rick wird sowieso gleich weg sein. Bei meinen Lebensanzeige. What? Huh? Okay, da schießt irgendwas Unsichtbares, glaube ich. Ja, da schießt irgendwas Unsichtbares. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es zu viel auf dem Bildschirm ist, dass man es nicht sieht. Kann sein, ich weiß es nicht. Mal danke, Magier. Gut, dass wir uns ducken können, oder? Jetzt kämen wir hier nicht so schnell durch. Und ducken. Boah. Not bad. Not bad, Rick. Er kann einfach. Ich brauch gar nicht ducken. What? Ich brauch gar nicht ducken? Um dem auszuweichen? Oh, knapp. Knapp. Ja, welchen Charakter hole ich jetzt? Ist halt die Frage. Was gibt's in den anderen Türen? Zeig mal. Sag mal, was es in den anderen Türen gibt. Ob da noch mehr Buddies sind. Achso, hier wäre wahrscheinlich jetzt Rick gewesen, oder? Ich meine, ich kann ihn ja erstmal noch behalten. Warum auch nicht? Rick singt hier für uns. Seine echte Stimme, Canon. Auf jeden Fall. Verschwinde! Was hast du hier versteckt? Nichts. Also Sterne kann ich schon gut gebrauchen. Für ein paar One-Ups. Schlecht, wie ich mich anstelle, habe ich die nötig, yeah. Aber noch bin ich nicht gestorben, Freunde. Noch bin ich nicht gestorben, ja. Noch bin ich nicht gestorben. Aber das könnte sich jederzeit ändern. Aber Rick macht einen guten Job. Das muss ich ihm lassen. Er macht einen guten Job. Doch, wie gut bleibt es? Wie gut bleibt es? Und hey! Okay, wir müssen uns wahrscheinlich seine Form merken. Denn eine sehr komische Form. Master Sword Podeste. So geil ist mir am einfachsten merken. Ah! Komm ich nochmal raus? Ah ne, man sieht, wo die sind. Man sieht, wo die rauskommen werden. Ah! Bin gruselig. Ich mag die nicht. Oh. Was? Ich bin doch. Ich bin doch auf die drauf gesprungen, vorhin hat's auch geklappt. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass das jetzt diesmal nicht geklappt hat. Ach so, ja klar. Ich hab doch einfach als Kirby durchdashen können. Oh. Okay.
Ich glaube, ich hab's jetzt schon falsch, oder? Ich glaube, ich hab's falsch. Jetzt ist es ein Mittelfinger. Ich muss nochmal zurückrennen. Achso, deshalb kann man ja auch durchrennen, damit man sich das nochmal anschauen kann. Aha. Ich versuch's nochmal. Ich glaube, jetzt habe ich's richtig. Also, das sieht für mich richtig aus, aber... Ob das jetzt stimmt, werden wir schätze ich herausfinden. Ich glaube, dafür muss ich einfach nur das Ende des Levels, oder? Richtig? Maybe. Das Level geht anscheinend noch ein bisschen weiter. Okay. Du. Wieso schießt jetzt eigentlich nur eine Kugel? Was soll das? Nee, okay. Habe ich mich vertan. Ich hoffe, das Bild war jetzt richtig. Ich musste das nochmal screenshotten, um zu schauen, wie der Typ nochmal aussah, weil ich es die ganze Zeit vergessen habe. Dann nämlich so eine komische Form. Und ja, ich meinte ja, so kann ich es mir merken und alles, pipapop, aber... Konnte es mir doch nicht irgendwie merken. Naja, was soll's, ne? Was soll's. So, so lam bam bam, kann ich gut gebrauchen, wie ihr alle wisst. Und hier kriegen wir nochmal in dem Level... Aua. Hier in dem Level kriegen wir nochmal ein paar Abilities. Gut, für die nächste Folge wollen wir dann den Bosskampf machen aus dieser Welt. Und dann zur womöglich letzten Welt rübergehen. Zumindest, also ein Stern hat ja 5 Seiten und wir sind ja bisher immer in eine Seite gegangen von einem Stern, also eventuell. Solange wir keine B-Side haben hier, soll das eigentlich denn die letzte Welt sein, oder? Oder vielleicht können wir auch in die Mitte, oder 6. Welt, das kann auch sein. Oh, jetzt sind wir wieder im Anfangsraum, aber jetzt sind alle lebendig. Ja, okay, manche werden lebendig, nicht alle. Aber das ist trotzdem cool. Müssen wir... Ja, komm. Ja, ich bleib doch extra stehen, meine Jüde. Meine Güte, lass mich in Ruhe. Nein? Hä? Das sieht doch so aus! What? 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 Das check ich nicht. Das muss ich nachschauen. What the actual frick? Das muss ich jetzt nachschauen. Boah, nur weil der Typ umgekehrt ist und auf seinem Kopf steht. Man soll das andersrum machen, weil, wie gesagt, er steht auf seinem Kopf. Also, so geformt wie ein Tisch oder wie so ein Glas oder sowas. Oder so ein Kelch. Keine Ahnung, irgendwie so. Okay. Hier steht er nämlich auch richtig rum. Weiß nicht, ob das vorher schon getan hat, aber hier steht er auf jeden Fall gerade richtig rum. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Beim nächsten Mal machen wir dann wieder einen Bossfight. Anscheinend darf ich sie nur machen am Anfang eines Parts. Was soll's? Haut rein!